Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerd für Medizin. Hi. Heute geht es um ein Thema, wo ich weiß, Philipp, das brennt dir schon seit Jahren unter den Fingern oder Fingernägeln oder wo auch immer es da und dort brennen könnte. Jedenfalls geht es da um das Thema Einsatzorganisation im Notarztdienst oder in der Notfallmedizin. Was meinst du damit überhaupt? Ich bin verwirrt. Ja, mir ist aufgefallen, dass ganz viele tolle Kollegen und Kolleginnen bei mir mitfahren auf dem NEF und die können meistens schon Patienten und Patientinnen gut intubieren. Die machen tolles Management, medizinisch gesehen, aber die waren vielleicht noch nie im Rettungsdienst aktiv. Und es gibt da so ein paar Tricks und Kniffe, die man, glaube ich, kennen sollte und die ich denen immer als allererstes ans Herz lege, bevor ich über den ganzen Medizinkram rede. Und ich dachte, das tragen wir jetzt mal in die Breite auch. Okay, das heißt so ein bisschen das geöffnete Nähkästchen, die Tipps aus dem Erfahrungsschatz der letzten Jahre. Des Gotthard. Also eher was für Leute, die neu in dem Bereich sind. Aber natürlich besonders cool wäre es, wenn wir jetzt von den alten, erfahrenen, ich will jetzt nicht sagen Silberrücken und so weiter, mal ein Feedback bekommen. Seht ihr das auch so? Macht ihr das ganz anders? Gibt es da ganz andere Konzepte, die wir vielleicht nicht erwähnt haben? Ja, also gern Feedback und wir sind gespannt. Und ich bin vor allem gespannt auf Philipps Nähkästchen. Aus Gotthards Leben zu hören. Ja, genau. Wenn du das so für dich strukturieren würdest, um welche Themenbereiche geht es da jetzt ganz grob, dass ich eine Idee habe? Also Dienstbeginn, dann Einsatz kommt, Melder piepst, Anfahrt, dann Ankunft am Patienten, wann therapiere ich und wie bringe ich den Patienten in die Klinik? Okay, und wo gibt es den besten Döner? Und wo gibt es den besten Döner? Wobei, vegane Ernährung ist gesünder. Wo gibt es das beste Falafel? Ist das vegan? Ich weiß gar nicht. Naja, dazu machen wir sicher noch eine extra ganz ausführliche Videoreihe in Zusammenarbeit mit irgendeinem Lieferdienst. Pizza Pepe, genau. Ja. Okay, aber zurück jetzt zum Ding. Du hast gesagt, Dienstübernahme, das ist so der erste Moment, ja, wo du die Verantwortung übernimmst. Also du kommst zum Dienst, übernimmst den Piepser und der Tag ist dein. Genau, also da macht es immer Sinn, sich mal kurz zu fragen, mit wem fahrst du heute die ganze Schicht lang, stellt man sich kurz mal vor. Und dann frage ich mich mal so ein paar Sachen, was ist eigentlich los in meinem Leitstellengebiet? Also ist vielleicht eine Großveranstaltung da, ist vielleicht irgendeine Autobahn gesperrt, wegen der ich riesengroße Umwege fahren muss und jetzt eine Klinik, die ich eigentlich schnell erreiche, gar nicht mehr gut erreiche. Ist draußen Schnee und Eis oder ist es vielleicht, so wie gerade, eher 40 Grad? Ja? Regnet es in Strömen? Weil das ist ja wichtig, wenn ich später mit dem Patienten vielleicht auf der Autobahn bin. Ne? Bei 40 Grad kann ich den Patienten nicht auf den Teer legen, sonst muss er ins Verbrennungszentrum. Also kurz, ja. Ja, kurz und dann schmilzt er. Bei Schnee und Eis geht es auch eher nicht, bei Regen auch eher schwierig. Ne? Also das sind einfach so kurze Gedanken, die ich mir mache. Und dann gucke ich auch immer noch mal bei uns hier immer in die Kliniklandschaft, was ist denn eigentlich offen an Kliniken, wo kann ich überhaupt Patienten, Patientinnen hinbringen? Meistens keine. Okay, das heißt, du schaffst dir einfach so einen Überblick, wie die Gesamtsituation ist. Bevor jetzt der erste Einsatz kommt, wie nutzt du die Zeit? Kaffee trinken? Ja, also normalerweise ist ja so, Geschichten erzählen. Das auch, ne? Dann setze ich mich mal hin mit so einem großen Buch und dann erzähle ich Tipps und Tricks aus Gotthards Leben. Nee, ich gehe zum Auto hin und da treffe ich ja meistens Fahrerinnen oder Fahrer vom NEF zum Fahrzeugcheck. Und da mache ich total gerne mit. Warum? Erstens, man lernt sein Pendant gut kennen. Ja, und dann kann man sich schon mal so ein bisschen abklopfen und weiß, ah, wie denkt denn der, wie sind denn so da die Kompetenzen auch und weiß, wie ist es denn beim rettungsdienstlichen Gegenüber da so bestellt. Und ich kann mir nochmal das Fahrzeug so ein bisschen verinnerlichen. Also bei uns hier in Nürnberg ist es so, ich fahre an 4 verschiedenen Standorten. Das heißt, die NEFs sind immer ein bisschen anders ausgestattet. Und dann kann ich mir einfach nochmal reinziehen, was ist denn da jetzt so drauf. Und ehrlicherweise, ich finde auch bei jedem Fahrzeugcheck immer irgendeine Kleinigkeit, die nicht passt. Also Beispiel letztens Videolaryngoskop, zweimal der 4er Spatel, der 3er hat gefehlt. Oder Akku ist leer, das ist ja der Klassiker. Oder aber auch, habe ich im Ampullarium dann gesehen, dass eine Ampulle, weiß gerade gar nicht mehr welche, aber die war oben aufgebrochen und man hat es bei der Hitze nicht gesehen, das Medikament war längst verdampft und das ist mir nur zufällig aufgefallen. Also es macht einfach Sinn, wenn mehr Augen beim Fahrzeugcheck da sind. Das heißt gar nicht, dass das Fahrzeug sonst nicht vernünftig gecheckt wird, aber es ist einfach eine sinnvolle Maßnahme. Das ist vielleicht was anderes, wenn ich jetzt jeden Tag auf demselben NEF super häufig mitfahre, dann kenne ich das Fahrzeug schon. Und selbst dann würde ich eigentlich empfehlen, dass man es macht, einfach weil es Professionalität auch ein bisschen bedeutet. Und ich finde, es ist immer peinlich, wenn jetzt
dass beim völlig simplen Notfall man zum Beispiel vielleicht lang vorm RTW da ist und dann der Kollege ist vielleicht bei der Patientin und man möchte ihm nur was anreichen, nur eine Bronille anreichen oder ein Pflaster und denkt sich, oh. Und fangt man an, macht die ersten drei Dinger auf und dann das vierte und dann macht man den zweiten Rucksack auf. Und also diesen Fauxpas kann man sich dann ersparen, wenn man zumindest weiß, wo ist das Pflaster und wo ist die Ampulle und wo ist der Beatmungsbeutel, weil es, ja, genau. gut zu wissen. Ja. Okay, das heißt, du schaust dir vorher Umgebung an, du schaust dir vorher das Equipment an. Vielleicht, wenn du dann jetzt nicht mehr genau weißt, wie man das Beatmungsgerät bedient, ist es auch ganz nett. Ich meine, Einschulung und so weiter hat man natürlich, aber immer ganz, ganz nett, wenn es verschiedene Ausstattungen gibt. Anfahrt. Also jetzt geht der Piepser, alle sind aufgeregt und der Piepser geht, jetzt gibt es ja zwei Varianten, entweder darauf steht Hypertonie oder darauf steht VU 30 Beteiligte. Und irgendwo in der Mitte ist es ja in der Realität immer. Ne? So, jetzt, echt, bei mir ist meistens Hypertonie. Ja, gut. Stimmt. Okay, Entschuldigung. Da hast du recht, aber dann steigt man ins Auto ein und dann mache ich mir immer so einen mentalen Plan. Ja? Und bei manchen Einsätzen, bei der Hypertonie, ist der mentale Plan jetzt relativ kurz. Ich steige ein und denke mir, okay, wir fahren los. Aber Beispiel Kindereinsätze, das sind Einsätze, wo ich mich immer auf dem Weg dahin schon mal damit auseinandersetze, welche Dosierung würde ich denn beim erwarteten Patientengewicht ungefähr ansetzen. Ja? Ich gehe dann meine Dosierung nochmal durch und die kommuniziere ich auch mit meinem Fahrer oder der Fahrerin. Und ich kommuniziere auch mal ganz kurz, was denn so die Rolle ist, die ich vielleicht von meiner Fahrerin, vom Fahrer erwarte. Ja? Dass ich sage, pass mal auf, ich habe hier eine Kindertabelle, kannst du bitte die Tabelle nehmen und einfach gegenchecken, ob die Medikation, die ich da sage, auch richtig ist. Einfach von der Tabelle her, Vier-Augen-Prinzip. Oder man kommt wirklich mal zum großen Verkehrsunfall, dann bespreche ich meistens vorher und sage, pass mal auf, wenn wir da jetzt gleich ersteintreffend sind, dann machen wir eine ganz kurze Vorsichtung. Ich sage dir, wer der kritischste Patient ist. Du kümmerst dich um den Patienten. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich geregelt. Hier in Bayern wäre es ungefähr so. Ja. Und dass man sich auch da abspricht. Ja. Also desto seltener die Einsatzindikationen sind, zu denen ich da hinfahre, desto mehr bespreche ich eigentlich auf der Anfahrt. Das heißt, das macht zum Beispiel Sinn, jetzt, keine Ahnung, man fährt zum thorakalen Messerstich, Patient atmet schlecht oder was auch immer. Da kann man tatsächlich vielleicht so ein Szenario wie die Thorakotomie besprechen. Wie du sagst, wenn jetzt da steht 180 Blutdruck, etwas Kopfschmerz, besorgt, will nicht auf KV-Dienst warten oder was auch immer, dann wahrscheinlich muss man jetzt die Thorakotomie auf der Anfahrt nicht besprechen. Oder mit, ja. Anderes Beispiel, Verkehrsunfall oder letztens erst gab Fahrradunfall auf dem Land. Ja, dann sage ich auf der Anfahrt zu meinem Fahrer, wenn wir da ankommen und ich sage dir, der Patient ist kritisch, ich brauche einen Hubschrauber, dann kümmerst du dich sofort darum, dass ein Hubschrauber kommt, weil wir sind extrem weit weg von jeder Klinik. Und dann weißt du das schon, hat das schon mal gehört und dann klappt das eigentlich relativ schnell. Und meistens kommt man dann an und sagt, nee, braucht man nicht, alles gut. Aber dann schafft man ein mentales Modell im Team. Und gerade wenn ihr die Region nicht so gut kennt oder halt die rettungsdienstlichen Begebenheiten, wie zum Beispiel gibt es einen Hubschrauber oder eben was für Logistik gibt es, lohnt sich die Rolle umzukehren, einfach das zu fragen. Also zu fragen, hey, du, wenn der jetzt schwer verletzt wäre, ne, und wenn wir dorthin kommen, wo bringen wir den hin? Hast du eine Idee? Kann das kleine Krankenhaus aus der Stadt, können die sowas oder eher nicht? Also du weißt es dann jetzt häufig, deshalb kannst du es sagen und sonst holt man sich die Informationen. Okay, jetzt sind wir vor Ort. Jetzt sind wir vor Ort, ja. Auch da wieder kritischer Einsatz, dann Rückmeldung, Lage auf Sicht an die Leitstelle, ja. Und dann guckt man sich ganz kurz mal um, wo bin ich denn hier jetzt eigentlich, ja. Ist das vielleicht das Gangsterviertel der Stadt, ja, und ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich ausgeraubt werde und da ist ein wütender Mob auf der Straße, das wäre so eine Situation, die man denken könnte. Oder bin ich vielleicht auf der Autobahn, ich sehe direkt, da ist nur ein Auffahrunfall, keiner ist irgendwie schwer verletzt, aber von hinten rasen die Fahrzeuge an, ja, dann muss ich mir überlegen, wo parke ich denn eigentlich, wie mache ich denn so ein bisschen jetzt hier das Aufstellungsmanagement der Rettungsmittel. Das wäre so ein Punkt. Oder ich bin jetzt mitten in der Pampa und muss vielleicht sofort die Bergwacht nachziehen. Das sind so Sachen, die sieht man ja meistens schon im Auto. Man hat direkt im Auto, wenn man da hinfährt, meistens ja schon so ein Bauchgefühl. Und das sollte man einfach auch ernst nehmen und sich kurz Gedanken machen, passt das zur Situation oder brauche ich noch was? Und auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen, gerade das ist jetzt was, was zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst deutlich besser wissen und können als wir, die häufiger sonst in der Klinik oder so tätig sind. Also verlasst euch ruhig auf die, sprecht die an, ermutigt die auch, gerade wenn die vielleicht eher sich jetzt das nicht so trauen, das zu sagen, ihre Expertise zu teilen und
nutzt dieses Know-how, das da ist. Die wissen ja genau, wie man am besten parkt und wie die ganzen Sachen sind. Nur manchmal sind ja dann, wenn wir wieder bei den Silberrücken sind, ja nur, dass die sich jetzt nicht so gern so viel sagen lassen. Und dann sind die eher so ein bisschen entspannt und fahren halt das Auto und sagen sonst nichts. Also ruhig dieses Know-how auch abrufen. Genau. Und jetzt steigt ihr aus, ne, lauft zum Patienten hin. Meistens sind die ja dann doch irgendwo zu Hause. Und dann ist eine super wichtige Frage, die man sich stellen sollte, während ihr da durch den engen Flur, die enge Wendeltreppe hochrennt, wie komme ich hier jemals wieder raus? Ne? Und man muss sagen, ich zum Beispiel habe ja in meinem Leben diverse Patienten auch mal selber runtergeschleppt, ja, im Zivildienst, im Rettungsdienst. Und wenn man ein paar Mal Leute enge Treppen runtergeschleppt hat, dann weiß man, wie die Treppen geschaffen sind. Ihr seht das auch sofort, ne? Wenn ihr da an 100 sehr, sehr teuren Bildern vorbeikommt und lauter Porzellanpuppen sitzen auf der Wendeltreppe, dann wird das schwierig werden. Einfach antizipieren, wie komme ich hier wieder raus? Ja, auch da hilft euch sicherlich der erfahrene Rettungsdienstler, die erfahrene Rettungsdienstlerin. Wenn man jetzt weiß, da komme ich nur mit der Feuerwehr, mit Leiter raus, dann kann man die auch eigentlich sofort mitholen. Porzellanpuppen, eine häufig unterschätzte Gefahr im Einsatzort. Okay. Das ist so. Jetzt hast du die, zum Glück gibt es keine Porzellanpuppen, du bist durch die Wohnung durch beim Patienten oder bei der Patientin und da arbeitet jetzt schon ein Team, ein RTW-Team ist vor Ort, 2-3 Leute. Wie gehst du da vor? Stellst du dich vor, springst du rein, wirfst du deinen weißen Mantel auf das Team, um sie wegzuscheuchen, weil endlich ist Gotthard vor Ort. Sag mir, wie machst du das? Genau, also man ruft laut in den Raum, tretet beiseite, Gotthard kommt. Das macht man einmal und danach kann man sich einen anderen Standort suchen, wo man weiterfährt. Also ich gucke ganz kurz in den Raum rein, schaue, passt die Situation zu dem, wie da gehandelt wird. Wenn ich sehe, das ist ein offensichtlich kritischer Patient, dann versuche ich das nochmal einmal laut auszusprechen. Meistens ist es ja zum Glück nicht so. Und dann schaue ich, wenn da das RTW-Team eigentlich schon total gut arbeitet. Dann lasse ich mir erstmal eine Übergabe geben, halte mich im Hintergrund und frage aktiv nach, wie kann ich euch jetzt aktiv helfen? Und stelle mich dann bei dem Patienten oder bei der Patientin aktiv vor, wenn die Übergabe erfolgt ist und wenn meine Rolle irgendwo dann zum Tragen kommt. Ja, dass ich dann rantrete und sage, guten Tag, Gott, das ist mein Name, die Kollegen haben sie ja schon hervorragend voruntersucht. Jetzt hätte ich auch noch ein paar Fragen zum Beispiel. Ja, so mache ich das, um da gut reinzukommen, weil man sollte halt jetzt nicht die Situation total crashen. Und es ist, man muss sich immer überlegen, in ein rennendes und funktionierendes System kann man natürlich wunderbar reinkrätschen, aber muss man das denn eigentlich? Denn wenn man da die Bremse reinhaut, dann stört man eigentlich nur alle und dann führt es häufig dazu, dann fühlt sich irgendeiner überfahren und dann klappt es im Team nicht mehr. Also ich finde den wichtigsten Satz, den du gesagt hast, und das klingt richtig gut, was kann ich dazu beitragen? Man hat immer das Gefühl, jetzt, ich komme jetzt hier hin und von mir wird irgendwas erwartet, aber da ist ja schon ultra viel Kompetenz, da läuft ja schon ganz viel und da muss man denken, wie du sagst, kann ich jetzt in dieser Sekunde gerade was aktiv dramatisch beitragen oder biete ich diese Hilfe an? Ja, wir sind ja ein Team vor Ort und hau da eben jetzt nicht eben die Bremse rein. Sehr schön gesagt. Okay, jetzt habt ihr das Team dynamisch total super versorgt, alles ist gut. Weiterhin sind keine Porzellanpuppen zu sehen. Was sind noch Punkte? Wie geht's weiter? Ja, also ich versuche immer, und das übrigens mit zunehmender Erfahrung, immer mehr ein 10-for-10 zu machen. Also einmal ganz kurz die nächsten Schritte zu besprechen, um das Team auf einen Nenner zu bringen und versuche dann die Strategie festzulegen. Ja, also was machen wir jetzt noch hier oben zum Beispiel in der Wohnung oder was machen wir hier noch auf der Straße und was machen wir später im RTW? Häufig ist es so, dass man gerade in beengten Verhältnissen, wenn dann vielleicht noch auf dem Fahrzeug vom RTW ein Dritter mitfährt, dann hat man zu viele Personen am Einsatzort. Kann man schon mal ein paar Leute den Transport vorbereiten lassen oder vielleicht den RTW, wenn ich weiß, ich will im RTW eventuell später niffen, dass einer schon mal runtergeht und präpariert das Fahrzeug entsprechend. Ja? Das heißt, 10-for-10, Situation planen und dann, jetzt kommt es ja zu den Therapien und da ist mir was aufgefallen, was Klinikkollegen und Kolleginnen, glaube ich, ganz häufig falsch machen. Oder ungünstig machen strategisch. Schön nicht falsch, aber ungünstig. Also Klassiker. Der Patient, die Patientin hat an sich einen Hypertonus, den möchte ich vielleicht auch später noch etwas senken, aber die super enge Wendeltreppe, die könnte eigentlich im aktuellen Zustand problemlos selbst auch genommen werden, wenn vielleicht einer nebenbei so ein bisschen stützt. Wenn ich jetzt aber 2 Hub Nitro gebe, weil der Blutdruck ist ja hoch, den will ich ja senken, oben, ja, dann ist der Blutdruck plötzlich und unerwartet bei 90 und die Patientin sagt, oh, mir ist so schwindelig. Und plötzlich ist eine Wendeltreppe der Grund, warum die Feuerwehr anrücken muss, um runterzuleitern. Ja. Also braucht der Patient jetzt hier oben
akut die Therapie? Oder reicht es vielleicht auch noch, Beispiel mit Sauerstoffmaske, schnell runter ins Fahrzeug und dann dort zu niffen? Ja? Oder muss ich jetzt hier oben intubieren mit dem Hintergrund, dass danach der Patient mit Monitoring, mit Beatmungsgerät, mit dem ganzen Gelärsch, was ich dabei habe, ja, das Treppenhaus runtergeschleppt werden muss? Oder reicht die Intubation auch erst ein paar Minuten später und wir können jetzt in eine Hauruck-Aktion runter und go? Das ist keine medizinische Frage, sondern eine einsatztaktische, die man, glaube ich, in der Klinik sich so selten stellt. Das finde ich auch einen guten Punkt. Genau, was macht jetzt gerade Sinn und wo mache ich das? Und nicht dieses, wir haben einen 180er Blutdruck und müssen jetzt sowieso intervenieren. Wobei, die Frage ist, ob man beim 180er Blutdruck überhaupt intervenieren muss, aber auch das wird in einem späteren Video nochmal genauer diskutiert. Okay, Philipp, ich fasse mal so ganz kurz zusammen. Im Endeffekt, alles, was du gesagt hast, ist so ein bisschen antizipieren, was kann kommen, sowohl in meiner Umgebung, auf Anfahrt, wenn ich da in dieses Zimmer reingehe, antizipiere ich auch schon, wie komme ich wieder raus und dann, wenn ich dort vor Ort bin, was muss ich jetzt machen und was kommt dann später? Wer kann vielleicht schon logistisch den Einsatz organisieren, Klinikbett abklären und so weiter und so fort. Und was auch noch ein wichtiger Tipp ist und was ich, glaube ich, was mir selber auch sagen muss, zu selten mache, ist, dass man einfach bei der Kontrolle vom NEF oder auf welchem Rettungsmittel man sonst tätig ist, einfach nochmal aktiver mit dabei ist, gemeinsam kontrolliert, weil nichts ist blöder, wenn man dann erstens was übersieht oder zweitens nicht weiß, aus welchem Rucksack man was wo rausziehen muss. Und die Expertise, die vorhanden ist, die ja der Rettungsdienst hat und die ist einsatztaktisch ungefähr millionenmal größer als alle, die eben nicht aus dem Rettungsdienst kommen, die unbedingt nutzen und ehrlich fragen. Und es kann auch sein, dass es der Rettungshelfer deutlich mehr Ahnung hat, wie wir jetzt da aus der Wohnung rauskommen und wie wir die Person da rausbringen, als wir mit hochdekorierten 25 akademischen Titeln. Aber das gilt, glaube ich, sowieso für ganz viele Aspekte. Philipp, habe ich irgendwas vergessen oder freuen wir uns auf die Kommentare? Freuen wir uns sowieso. Einen Satz noch, das gilt jetzt alles für die Anfänger und ich glaube, wenn man jetzt aber 20 Jahre im Beruf ist, dann muss man sich eine Sache überlegen, dass man nicht diese allgemeine Abgefucktheit sich übermannen lässt und zum Einsatz hinfährt und sich denkt, na, Hypertension, da nehme ich einfach gar nichts mit, aus das Blutdruckmessgerät und Nitrospray oder was weiß ich, sondern dass wir immer alert bleiben. Rettungsdienst bedeutet, da könnte einer kritisch krank sein. Wir nehmen immer unser Equipment mit und wir bereiten es auch immer mental darauf professionell vor. Ich glaube, dann kann sowohl der Anfänger als auch derjenige, der schon alt eingesessen ist, einfach hervorragende Arbeit leisten. Und ich hoffe, dass wir das auch nur zur Hälfte so in unserem echten Leben machen. Auch dazu gerne Feedback, aber gerne per Privatnachricht. Ja, jeder hat mal seine schlechten Tage. Kommentiert reichlich. Gern. Wir sind gespannt. Teilen und liken und bis zum nächsten Mal bei Nerdfamilien.